Willkommen zurück bei World of Warplanes mit Get the Airborne. Yay! Ja, letzte Folge, die ersten zwei, naja, von den deutschen Flugzeugen, die, naja, eben halt sind. Und ich habe mal vergessen noch zu gucken, was es hier für Tarnfarben gibt, ob es hier einen Unterschied gibt. Auch von der Nase her, nö, okay. Okay, andere gibt's auch nicht. Okay, perfekt. So, genug geblabbert. Ab in Gefecht. Hangar auswählen. So, rein mit dir. So, dieses Flugzeug, was wir jetzt... Ach, perfekt. Dieses Flugzeug, was wir jetzt... Verdammt, habe ich vergessen, neu einzustellen. Also, dieses Flugzeug, was wir jetzt haben, die AGO, AO.192, das ist ein Bomber. Ein deutscher Bomber. Wer hätte das gedacht, da wir ja jetzt gerade mit deutschen Flugzeugen spielen. Hat maximal zwei Bomben. Sieht nice aus. Haben wir ja letzte Folge noch gemacht. Hat einen Flak. Welches war es nochmal? Das hatte ich ja nämlich vor letzte Folge, die ja abgeschmiert ist, auch nochmal. Aber wie das, welche das jetzt nochmal war, habe ich jetzt keine Ahnung gerade. Okay, einmal mal, weil ich so gut drauf bin, schreibe ich mal Hi. Och, jetzt habe ich nur Team geschrieben. Ich Idiot. Also mit Tab kann man hier Empfänger wechseln. So. Finde ich auch persönlich besser gemacht. Ach, cool. Kamel? Kamel, Tatsache. Kamel 211 hat uns gegrüßt und ich grüße dich zurück. So, einmal mal hier mal anschießen. Ne? Was haben wir denn da hinten, bevor ich jetzt... hat das Flugzeug jetzt irgendwie gerade mal so übelst geschaukelt? Das ist jetzt die Frage. Soll ich ein Radar ausschalten oder lieber die Base? Ich glaube, ich schalte lieber die Base aus, weil da kriege ich 3 Punkte. Und weil ich ja nur 2 Bomben besitze, würde ich somit einen Gewinn... Alter, nee. Du willst doch jetzt wohl die Hauptquartier zerstören, oder? Nein, Spaß. Alter, was ist denn das hier für ein Flugzeug? Nein, das sieht schlecht aus. Selbst wenn, er hätte es verpeilt. Nein, Scheiße. Er hat die Base zerstört. Gibt's hier hinten nicht das verdammte Boot? Oh, das Boot wurde gemarkert. Oder ist es nur nicht da? Verdammt. Muss ich doch mal gucken, dass ich mal hinten das Radar bekomme. Ich hab dir doch gleich gesagt, wir nehmen das Radar. Aber nein, du wolltest ja unbedingt das Hauptquartier zerstören. Also ich rede jetzt mit dir, ne? Du vorm Bildschirm. Nein, Spaß. Ach Gott. So, Bombe. Alter, komm. Ne, never. Ah, das sah ich nicht. Goddammit. Verdammt. Könnt ihr jetzt mal für mich auch mal was lassen? Alter. Junge, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Ihr seid alle gemein zu mir. So. Schade. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt so knallhart umbringen. Nee, ist total egal. Er hat nämlich doch mein Blut. Ey, finde ich total unfair von euch. Ach, komm. Flieg doch nach oben. Es herrscht im Moment Stille. Wegen meiner Dummheit. So viel zu dem Bomber. Würde ich mal sagen, wow, 4 Minuten gespielt und der größte Fail ever. Ever. Okay. Wow, jetzt kommen wir mit dem Koloss hier. Aber mal ganz kurz gucken. Benutzerfiniert habe ich ja irgendwas gemacht. Eigene Konfiguration. Ne. So. Was habe ich da Neues gemacht? Soll ich mal das neue Heck geschützt? Ich habe. Das ist ein 5er, ne? 20 mm. Wow, ist hier mal ein Hammerding. Ach
komm hier, ich hab jetzt hier was? Wie viel? 577.000! 577.000! Ich kann noch mal ein anderes Flakgeschütz zeigen. Bauen? Jupp, einbauen. Na oh, dann sind 1200 Erfahrungen weg. Ich hab ja noch 21.000 davon. Ist doch alles cool. Er hat's doch aber jetzt bitte eingebaut, oder? Ja, da. Ab ins Gefecht. So, da wir hier jetzt ein besseres Flak haben, weil meiner Meinung nach sollte man Flak immer auf das Höchste ausrüsten, wenn man bei einem Bomber bleibt. Weil, wenn man von hinten abgeknallt wird und du hast ein beschissenes Flak, dann ist es, naja, doof. Ich hätte noch die anderen Tarnfarben zeigen müssen. Meine. Ich weiß jetzt gerade nicht, was los ist. Ah, jetzt geht's wieder, weil es hat jetzt irgendwie gerade mal so auf das Mieseste gefailt, geleckt. Und deswegen gehe ich kurz nochmal raus und nochmal rein. Alter.